Herzlich willkommen zu Let's Play mit Matsch. Ja, ich bin wieder zurück in den Profi-Schwierigkeitsgrad, weil es so oft zu sterben war schon doof. Ja. So, jetzt schauen wir mal, was wir machen. Und zwar, wir wollen noch mal ein paar von den hier Kopfgeldern holen. Das heißt, also 4 und 5 steht noch aus. Bin in 5, aber machen wir erstmal 4. Tor zur Hölle. Ich habe auch noch. Kann man eigentlich von hier aus auch diese. Diese ganzen Herausforderungen irgendwie anschauen? Das Spielmenü Erfolge? Nee. Quest und Tagebuch? Auch nicht. Nee, kann man wohl nicht. Ist hier unten Sammlung, Communities, Freunde. Ne. Also. Ich brauche noch irgendwie. Ich muss irgendwie sockeln. Ja, das brauche ich noch irgendwie. 5 Sockel muss ich irgendwie sockeln und ich sockel jetzt mal. Ich habe aber gar nicht genug Sockelplätze. Nur 2, 3. Brauche 5. Kann ich denn. Oh. In dich was reinsockeln? Ja, könnte ich. Das heißt, wir machen. Oh, schön. Wir machen jetzt einfach nur, weil es das können. Also die kleinen rein. 10 Stärke. Also F. Selben Fehler wieder. Du hast in der Hose 2. Und in der Hose 10 Stärke. Und du brauchst Stärke. Also, wie sockel ich jetzt hier? Jetzt habe ich alle 24 hier in der Tasche. Das ist ja auch doof. Muss ich dich also nackig machen? Und dann habe ich das gesockelt. Und dann ist das gesockelt. Und jetzt hast du 20 Stärke. Ja? So bin ich zu dir. Und mir selber mache ich in den Hut. In den Hut 10 Erfahrung oder Ressourcenkosten oder 10% Leben oder 10% mehr Gold oder Abklingzeiten reduzieren. Ja, dann reduziere ich mal Abklingzeiten einfach nur just for Dings. So, Amulett ist ja dann eben Sonstiges. Stärke, Intelligenz, Vitalität, Geschicklichkeit, Widerstand gegen alle Schadensarten. Jawohl, hätte ich gerne. Ich wäre gerne widerstandsfähiger. Und bei der Waffe Schaden, Dornenschaden, 35 Leben pro Treffer, kritischer Trefferschaden, erhöht den Schaden gegen Elite-Gegner. Macht das Sinn? Macht Sinn. So, jetzt habe ich auch noch das saisonale Ding. Und ich wüsste gerne, ob ich da jetzt irgendwie. Ich kann immer nur, wenn ich außen bin, da drauf zugreifen. Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Ja? Finde ich total doof. Aber ist halt so. Ja, ich kann hier nicht saisonale Dinge einschauen. Wer denkt sich sowas aus? Ich weiß es nicht. Gut. Ja, dann haben wir gesagt 4. Ne? 4. Hier. Tor zur Hölle. Let's go. Da lang. Ja, sie sterben wieder ein bisschen schneller. Das ist schon schön. Ja. Ich kriege keine 200%. Das ist richtig. Aber ja, ich muss nicht sterben. Glaube ich. Hoffe ich. Aber ich habe nicht genug Arkangraft. Hat sich ja wenigstens mal nicht geändert, weißt du? So, jetzt aber nichts hinein. Stufe 66. Tötet alle Gegner auf der zweiten Ebene. Da bin ich jetzt schon. Zweite Ebene. Alle Gegner. Ja, dann kommt her. Lasst euch töten. Ja, ich muss sagen.
weiß nicht, ob man es jetzt vergleichen kann, aber es war schon schneller als sonst so. Die letzten 5 Mal. Wartet alle Gegner, dazu bräuchte ich ein paar Gegner. Kann ich bitte ein paar Gegner haben? 1, 2. Hier so, 1, 2. 3, 4. Nutzlose Verteidigung. Aua. Ja, sehe ich auch so. Die sind schon wieder heftig hier. Ich habe doch den Schwierigkeitsgrad runtergesetzt. Also warum glaubt ihr denn, dass ihr jetzt hier mir so einen Ärger machen dürft? Oh oh. Nein, das wollte ich nicht. Shit. Ja, du mich auch. Aber jetzt sterb halt. Sterb halt, sterb halt, sterb halt. Du auch. Sehr schön. Ja. Was ist denn das hier? Instabile Anomalie. Vor kurzem instabil geworden. Ach, ich bin jetzt instabil geworden. Cool. Das hat ja geklappt. Ich wäre also tot, hätte ich nicht diesen passiven Skill. Das ist auf der einen Seite schlecht. Auf der anderen Seite finde ich das gut. Ja, weil euer Grab wartet, nämlich. So, jetzt aber... Kernkraft brauchen wir auch schon wieder. Noch mehr. Na dann. Dann ist es schon soweit, dass wir auch das geschafft haben. Wunderbar. Finde ich gut. Können wir weiter hüpfen zum den Gärten der Hoffnung. Hoffe ich. Werden wir hüpfen? Bitte unterstützt den Kanal mit einem kostenlosen Abo, euren Likes und euren Kommentaren. So, dann sind wir jetzt in den Gärten der Hoffnung. Und da gehst du nach rechts. Das ist gut. Irgendwie habe ich da auch totale Erinnerungen dran, weil ich hier wirklich viel, viel gefarmt habe. Also richtig viel. Gerade hier. Aber ich weiß gar nicht mehr, warum eigentlich. Also warum hier mehr als woanders? Kann das sein, dass das früher hier effektiver war als woanders? Warum erscheint das auf meiner Map? Wo ist er hin? Jetzt ist er weg. Jetzt ist er wieder da. Da geht's runter. Da muss ich die leuchtende Kapelle betreten. Die leuchtende Kapelle betrete ich doch gern. Wie, die ist ja gar nicht. Mist. Ich meine, so eine leuchtende Kapelle kannst du nur betreten, wenn sie auch da ist. Wenn sie nicht da ist, da blinkt sie.
Ja, wie kannst du das denn wagen jetzt hier? Jetzt habe ich aber schon wieder so ein Ding eingesammelt, oder? Ist doch so. So ein Ding. Genau, jetzt habe ich schon 5. Gibt schon viele irgendwie. Dann einfach zu farmen, sagen wir es mal so. Okay. Leuchtende Kapelle. Schrein der... Was? Ah, nee, nicht schon wieder. Ich hab's schon wieder getan. Könnt ihr mal alle beisammen bleiben und einfach... Ja, und einfach nicht... Ja, dass ich dann... Ja, hier, da, so, dass ich den mal irgendwie antratsche. Was ist das denn? Ah! Hier, yeah, nur dich. Dürft nur nicht weglaufen. So, und hier sind natürlich jetzt alle abgehauen, ja, klar. Wenn man sich nicht drum kümmert, dann verschwinden sie. Macht ja Sinn. Da, wenn du viel Damage hast, viel AOE, ich muss mir die mal merken, die schauen auch anders aus. Das sind so tatsächlich so kleine Köpfchen von diesen Hihihis. Naja, egal. Was muss ich machen? Die verfleuchtete, die verfluchte Truhe läutern. Und dann läutere ich. Ich habe geläutert. Was war das jetzt? Also, und Johnny. Wie geöffnet wird. Ich will nichts öffnen. Mehr Arkankraft. Ja, natürlich. Irgendwie können die mir überhaupt keinen Schaden machen. Ja, ist immer noch verschlossen. Das ist total doof. Warum kommst du denn nicht zu mir? Ich meine... Macht doch keinen Sinn, dass du dann nicht zu mir kommst. Lieber Gegner, du musst doch dann zu mir kommen, oder? Gut. Ja, dann Inventar schaut nicht so voll aus. Das heißt, wir können noch einen weiteren machen. Und zwar den silbernen Turm, Ebene 1. Let's go! Wenn ich es schon wieder brechen höre, ja? Dann bricht's schon wieder. Oh. Der Karl der Wiedergänger hat mir den Atem des Todes in die Augen gedrückt. Ja, es kann also die fatale Verderbnis. Wo ist er? Da ist er. Ja doch, der muss leicht zu besiegen sein, weil ich sein Blutzeug haben will, oder? Was hat der? Und was will ich von dem? Bleib mal stehen, bleib mal stehen, bleib mal stehen. Bleib mal stehen. Lauf nicht so schnell. Hallo. Was hast du denn so? Bleib stehen. Jede Menge Zeug. Aber klump. Naja. Warum ist mein Archon nicht fertig? Wie?
Legionär der Morlo. Leg dich bitte hin jetzt. Fluffy schlaff machen. Davon werde ich noch lange erzählen. Ja, mich nicht, weil ich mich schäme. Aber du kann ich hier in die Archive. Oh. Was mache ich da? Oh ja, 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 ich muss. Das kann ich gehört. Ich muss alle Schreine irgendwie. Muss ich denn mit denen kämpfen oder? Muss ich nicht, oder? Dann lasse ich es auch, wenn ich nicht muss. Ich muss in der verbliebenen Zeit. Nein, 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 nein. Muss ich die Schreine aufmachen. Das heißt nicht, dass ich mit denen kämpfen muss. So, dann war's das. Dann räumen wir jetzt auf. Aua. Was können die denn? So, so, so. Au, au, au. Liegt mir doch glatt so ein Meteor auf dem Kopf. Was war's denn wohl? Zwei Kisten. Zwei Kisten mag ich. Ja dann, jetzt wird meine Kiste relativ voll sein. Das heißt, ich kehre in die Stadt zurück. Bitte unterstützt den Kanal mit einem kostenlosen Abo, euren Likes und eurem Kommentar. So, und ich werde mir jetzt mal ganz genau überlegen. Ruhe. Ruhe. Ich muss mir was überlegen. Dafür brauche ich mal Ruhe. Ja, laber halt weiter, oder? Also dann, ich überlege mir was.